Hallo und herzlich zurück zu einer neuen Folge von Beholder Blissful Sleep. Ich höre mich, glaube ich, immer noch ein bisschen traurig an. Ich mache kurz Pause. Es liegt natürlich daran, was in der letzten Folge passiert ist. Ich habe jetzt wirklich erstmal 15 Minuten Pause gemacht. Hat mich ganz schön mitgenommen, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt wieder dran denke. Also ich weiß, es sind immer nur Spielfiguren hier in dem Spiel. Es ist Anime, also es ist ja nur, ja, es sind ein paar Pixel. Und trotzdem hat mich das ganz schön mitgenommen, weil ich das echt, boah, gerade auch hier noch mit dem Jungen da mitgenommen. Also wir haben die ganze Familie einfach mal gerade ausgelöscht sozusagen. Boah, echt krass, Frau getötet, Mann verhaftet, Kind im Waisenhaus gelandet. Also wir haben auf ganzer Linie versagt. Und ich habe echt Angst, dieses Gespräch mit ihm hier zu führen jetzt. Hallo? Wie geht es, Slata? Sie ist gestorben. Ja, das war klar. Mein Gott, das ist unerträglich. Eltern sollten ihre Kinder nicht begraben müssen. Ich mache mir Sorgen um Maria. Sie steht am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Ja. Über Luisa Manischeks Tod reden. Jetzt muss ich dem das auch noch erzählen. Das ist irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob man dem das überhaupt erzählen sollte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist schrecklich. Ein echter Albtraum. Maria, mein Beileid. Ich kann nicht glauben, dass Lata tot ist. Das ist falsch. So falsch. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich werde für Luisa beten. Sie hat nur versucht, ihre Tochter zu retten. Meine Tochter. Unsere Tochter. Ich würde mein Leben geben, um Lata zurückzuholen. Das glaube ich ihr sogar. Ich wette, sie hätte es auch gemacht, wenn es geklappt hätte. Also wenn sie es hätte spenden können. Wissen Sie, was mit unserem Nachbarn Jakob los ist? Ich habe keine Ahnung, er ist fuchsteufelswild. Vielleicht liegt das an seiner Familie? Wir müssen ihn rausschmeißen, wenn er nicht alleine klarkommt. Sollte man ihn an die Front schicken. Wenn er erst einmal dort ist, wird er schon sehen, wo er hingehört. Was? Ist Jakob nicht der, der weggebracht wurde? Ist der dann wieder da? Oh, guck mal, wir kriegen einige Quests gerade. Wer ist denn die Quest hier? Medina. Es ist ja so schrecklich. Ich habe heute Bettwanzen in meinem Bett gefunden. Wo sind diese kleinen Biester bloß hergekommen? Lösen Sie dieses Problem sofort und ich werde mich beim Ministerium beschweren. Bettwanzen? Wo kommen die her? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe keine Zeit, es herauszufinden. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, uns zu kratzen. Wenn Sie sich nicht so schnell wie möglich darum kümmern, Hector, schleife ich meine Matratze in den Keller dieses Hauses. Außerdem werde ich ein Glas Kakerlaken aus den Archiven mitbringen und Sie in Ihrem Kellerapartment freilassen. Beruhigen Sie sich, Mark. Ich werde Ihnen schon helfen. Ja, jetzt kriegen die ganzen Leute mit, dass sie überall diese Viecher rumrennen. Wir müssen den Kammerjäger holen. Ausrotten in 24 Stunden. Aber eigentlich sollen wir ja den Typen das übernehmen lassen, oder? Klopfen wir ja auch gleich mal. Haben wir gleich beide. Huch, wer kommt denn da? Ach, der ist wieder da. Oh, oh Gott. Welch ein Zufall, Sie hier zu treffen. Was gibt's? Bettwanzen haben mein Apartment befallen. Das ist völlig inakzeptabel. Anstatt Kunstwerke anzufertigen, verbringe ich die Zeit damit, mich zu kratzen. Obwohl das meinen Pinselstriche ein einzigartiges, unbändiges Flair verleiht. Es ist nicht auszuhalten. Oh, Moment. Scheiße. Ich habe gerade aus Versehen meine Uhr gestoppt. Ah, Mist. Moment. Was habe ich denn jetzt gemacht hier mit dem Handy? Irgendwie hat er hier gerade die Zeit... Ah, das gibt's doch nicht. Ich bin gerade aus Versehen auf Timer gekommen. So, Entschuldigung. Obwohl das meinen Pinsel... Ja, gut, das hatten wir. Dass mir die Regierung jeden Tag das Blut aussaugt, ist wohl nicht genug. Jetzt muss ich mich auch noch mit diesen winzigen Parasiten rumschlagen. Tun Sie was, Hector, bitte. Ich arbeite daran. Der da oben scheint nicht da zu sein. Ja, die haben das jetzt alle, das Problem. Warte mal. Wir gehen mal schnell hin. Können wir da jetzt schon den Kammerjäger holen wahrscheinlich, oder? Nummer wählen. Kammerjäger anrufen. 500 Rufpunkte. Naja. Hallo, ich benötige die Hilfe eines Spezialisten. Wir haben Bettwanzen im Wohnhaus in der Kuschwitzer Straße 6. Hallo Herr Medina, die Kammerjäger sind auf dem Weg und werden bald bei Ihnen eintreffen. Okay, das haben wir geschafft. Oh, ich hoffe, die kommen schnell. Jetzt haben die auch nicht mehr die Fragezeichen, okay. Aber eigentlich müssen wir auch immer noch den... Ah, warte mal. Erstmal hier. Eigentlich haben wir ja gemacht, was er wollte. Hallo? Ich komme an den nicht ran. Hier die Kammerjäger. Irgendwie? Jetzt so. Heim mit der Bettwanzen.
Ich habe Ihre Bitte erfüllt. Die Bettwanzen wurden platziert. Jetzt wird es Zeit, dass Sie Ihren Teil der Abmachung erfüllen. Vielen Dank, Sie haben mir einen großen Gefallen getan. Ich werde all meine Tinkturen verkaufen. Hier ist Ihr Geld. Vielen Dank. Und was jetzt mit dem Liebestrank? Bringen Sie mir einen persönlichen Gegenstand des Opfers. Opfer? Ich meinte Patient. Ich brauche einen persönlichen Gegenstand, damit der Trank wirkt. Na gut. Opfer war, glaube ich, schon ganz richtig. Na, Euthanasie-Schreden. Haben Sie vom Schlaf der Glückseligkeit gehört? Was für ein kranker Vorgang, welch eine unmenschliche Lösung für die Herausforderungen des hohen Alters. Okay. Gut. Achso, hier kommt noch was. Gut. Denken Sie doch nur an die Ressourcen, die verschwendet werden und die Entdeckungen, die wir machen könnten. Denken Sie nur an all die Tränke, die Sie testen könnten. Wir haben auch noch gar nicht hier die Zeitung fertig gelesen, oder? Die musste ich ja letztens wegskippen. Ankündigung zur medizinischen akademischen Konferenz. Die Besten der Besten werden sich in diesem Monat in Helma zusammenfinden und medizinische Probleme besprechen. Unter anderem werden Berichte zu folgenden Themen veröffentlicht. Der Umgang mit Beschwerden in einem Berufsfeld ohne Fehler, wie man einem Patienten das Leben im Sinne der Wissenschaft nimmt und Organtransplantation ohne Zustimmung des Spenders. Schön. Darüber hinaus werden die Diskussionsrunden zu folgenden Themen abgehalten. Gesundheit und Ernährung, die Entwicklung eines Ernährungsplans in Zeiten des Krieges, die Auswirkungen von lauten Geräuschen auf den menschlichen Geist und Körper. Und Anästhesie, eine Notwendigkeit oder mangelnde Willenskraft. Die Ergebnisse werden im Jahresbericht der medizinischen Nachrichtenagentur veröffentlicht. Die Stimme der Wahrheit. Müssen wir noch etwas zum Zustand der Gesundheitsversorgung unseres Landes sagen? Wie aus den Gesprächen der Ärzte über die Notwendigkeit der Anästhesie bei Operationen zu entnehmen ist, besteht ein klarer Mangel in der Fürsorge der Patienten. Gestandene Bürger werden ohne Recht oder eine Stimme zu Testpersonen degradiert, wie es dem Ministerium beliebt, und diese Leute zahlen Steuern. Ist das hier was anderes? Oh, guck mal, hier ist was anderes, oder? Ach du Scheiße, wir haben vom Schlaf der Glückseligkeit gehört, Papa. Ich bin sprachlos. Seitdem ich hier bin und unter diesen elenden Umständen lebe, ist mir der Wert des Lebens so richtig bewusst geworden. Nahe unserem Camp lebt ein Eremit. Er ist ungefähr 90 Jahre alt. Als ich eine Lungenentzündung hatte, behandelte er mich mit Kräutern. Ich glaube, er hat mir das Leben gerettet. Aber zu meinem Glück hat er nicht. Ach so, die kann man umdrehen. Ich bin froh, dass du dich mit diesem wahnsinnig rumschlagen musst. Aber scroll nicht, hier fehlt trotzdem was. Na gut, dann klopfen wir hier mal. Und hier renne ich auch gleich schnell hin, solange der hier läuft. Ich glaube, man hört es gerade. Ich trinke kurz mal nebenbei einen kleinen Tee. Weil ich tatsächlich langsam ein bisschen Halsweh bekomme. Oh, wir haben sogar noch so ein Ding. Oh. Ja, das brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr, aber ich heb's mal kurz auf. Ich glaube, hier den ganzen Schrott können wir verkaufen. Da haben wir wenigstens ein bisschen Geld. Den brauchen wir ja nicht. So. Hat der hier irgendwas sonst? Ah, guck mal, der hat jetzt auch die Sachen drin, die wir verkauft haben. Oh, da ist er ja schon. Oh, ich will nicht mit dem reden. Der hasst uns doch. Ich frage mich mal, wie das Wetter ist. Jakob, Sie sind zurück. Was ist passiert? Ja, ich bin zurück. Es war nur ein dummer Fehler. Sie haben mich ohne Erklärung eingesperrt. Es scheint, als hätte mich jemand reingelegt. Reingelegt? Ich habe gehört, wie Sie von einem Bericht sprachen. Also haben Sie mich eingesperrt, bis Sie das überprüft hatten. Wie sich herausstellte, war es eine Lüge. Ich wünschte, ich wüsste, wer diesen Bericht geschrieben hat. Ich wurde gefeuert. Jakob, ich muss Ihnen etwas erzählen. Es gab keinen Grund, mich zu feuern. Sie nannten es eine Vorsichtsmaßnahme. Niemand wird ohne Grund gemeldet, diese Schweine. Jakob, ich... Wie soll ich denn jetzt Essen auf den Tisch stellen? Jakob, hören Sie mir zu. Was? Sie müssen sich beruhigen. Während Ihrer Abwesenheit ging Luisa ins Hospital. Sie hat die Operation nicht überlebt. Das gleiche gilt für Slater. Es tut mir so leid, aber beide sind tot. Was? Wie konnte sie das nur tun? Ich habe ihr doch gesagt, dass es riskant ist. Oh mein Gott, das ist ein Albtraum. Bitte, lass es nur ein Albtraum sein. Luisa, meine Luisa. Ich kann es nicht glauben. Markus, wo ist mein Sohn? Antworten Sie mir. Das Ministerium hat ihn in ein Waisenhaus gebracht. Welches Waisenhaus? Ich lebe noch. Ich bin nicht im Gefängnis. Wie können Sie es wagen, ihn mir wegzunehmen? Ich muss ihn finden. Kamerad Hempf meinte, dass Sie ihn nicht wiedersehen können, da Ihre Loyalitätseinstufung bei Null liegt. Es tut mir so leid. Ihnen wurde das Sorgerecht entzogen. Nein! Verdammt sollt ihr sein! Zur Hölle mit diesen verdammten Ministeriumsratten! In der Hölle sollt ihr schmoren! Jakob, wenn es irgendetwas gibt, auch Sie sollen zur Hölle fahren. Ich habe alles verloren, absolut alles. Das an einem einzigen Tag. Bleiben Sie mir vom Leib, Hector. Ich meine es ernst. Bleiben Sie weg! Ich glaube, der wird uns noch umbringen.
So wie ich das Spiel kenne, wird das unser Tod sein. Aber wir schauen mal. Bruno Hemm. Kamerad Medina, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Besorgen Sie Klaus Schimmers Abwesenheitserklärung. Laut meinen Daten lagert er sie zu Hause. Rufen Sie mich an und erstatten Sie Bericht, sobald Sie sie haben. Irgendwelche Fragen? Kann ich? Dafür habe ich keine Zeit, Medina. Wir reden, sobald Sie mir das Dokument gegeben haben. Was, eine Abwesenheitsbescheinigung? Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Erstmal Kätzchen. Bitteschön. Hier müssen wir... Ist jemand da? Von Klaus Schimmer war das, ne? Ja, die sind zu Hause. Was machen die da? Ich glaube, die streiten sogar. Oder? Jetzt nicht mehr. Boah, ist das ein Tag hier. Irgendwie habe ich gerade Lust, hier auch noch jemanden einziehen zu lassen. Komm, wir machen das jetzt. Ich will hier einfach noch jemanden haben. Ich will sehen, was passiert. Wir haben den Kriegsveteran, saubere Apartment, gute Nachbarschaft. Er sieht irgendwie... Er ist Schriftsteller. Eigentlich gar nicht mal so blöd. Erfinder? Versuche nach... Erfinder ist auch cool, oder? Und die sind Polizisten. Gertrud. Und Christopher. Oh, ich bin mehr... Ich will den Erfinder. Gucken wir mal, was der Erfinder uns so bringt. Der ist auch da. Schade. Ach guck, jetzt fängt sie hier oben wieder eine Maus tatsächlich. Ist hier gerade frei? Kommt der jetzt an, der neue? Oh, er ist gerade tatsächlich frei. Wir könnten hier mal reingehen. Ich weiß gar nicht, ob uns das was bringt, hier so rumzustöbern. Eigentlich gibt es gerade nicht so wirklich was zu finden. Alchemie der Liebe. Ach stimmt, das haben wir ja auch noch. Ich ganz vergessen mit der Alchemie der Liebe. Was waren hier nochmal? Kann ein Liebestrank herstellen, er benötigt etwas, das Stein gehört. Stimmt, das Opferding. Können wir mit der kurz reden und ihr irgendwas abluchsen? Achso, ich muss ja nur was holen eigentlich, oder? Ach, hier. Guten Tag, John. Wie geht es Ihnen? Wohnen Sie immer noch bei George? Mir geht's gut, danke. Und ja, ich lebe immer noch in Ihrem Haus. Was gibt es, Hector? Also, ich meine, nein, ich meine, ach egal. Ich habe gerade nur darüber nachgedacht, noch ein paar Blumen in den Flur zu stellen. Glauben Sie, die Mieter würden das mögen? Wenn ich sie zum Beispiel hier hinstelle? John dreht sich weg. Das. Okay. Hector stiebelt Johns Geldbeutel und versteckt sich schnell hinter seinem Rücken. Ist das. Okay, das war's persönlich, alles gut. Ich weiß nicht, Hector. Blumen sind nicht so mein Ding. Das ist Ihre Entscheidung. Vor allem hier, vor dem Bus. Sein müsste die. Aha, jetzt hat die den Bus verpasst. Läuft die jetzt? Ich weiß es nicht. Lustig. Was ist das eigentlich immer für ein Zeichen? Das sieht irgendwie so aus, als müsste man was reparieren. Können wir denn was reparieren? Wurde das hier nicht mal irgendwo angezeigt mit Reparier-Sachen? Hm, finde ich jetzt nicht. Ich habe irgendwie Geld wieder. Ich habe Angst, Geld auszugeben. Also, dem können wir jetzt auf jeden Fall was geben. Och nee, jetzt. Jetzt habt euch doch hier mal nicht so. Ich habe mir noch mal ein bisschen Tee gegönnt. Notrufministerium, was denn jetzt schon wieder? Hector Medina, hier spricht das Ministerium für Informationsbeschaffung. Im Haus wohnt ein Mann namens Johann Bessler. Sammeln Sie Informationen und legen Sie ein Profil über ihn an. Er hat sich für das Nationale Erfindungsforum angemeldet, um Staatsfördergelder zu erhalten. Sie müssen eine Hintergrundprüfung durchführen und die Loyalitätsstufe einschätzen. Wird erledigt. Okay, den müssen wir also einschätzen. Das kann ja nicht so schwierig werden. Und jetzt möchte ich hier endlich mal mit dem Typen sprechen. Bin ich ja mal gespannt mit dem Liebestrank, was daraus wieder wird. Oh, der kommt uns sogar entgegen. Der Liebestrank. Ich habe Ihnen einen persönlichen Gegenstand mitgebracht. Geldbeutel. Ich habe besorgt, worum Sie gebeten haben. Dieser Geldbeutel gehört Jan. Eine ausgezeichnete Wahl. Das wird gut funktionieren. Warten Sie eine Weile hier. Oh, vielleicht hätten wir sogar dann schlechte Sachen kriegen können. Fertig. Geben Sie dem Opfer, ich meine geben Sie Jan, diesen Trank. Sorgen Sie dafür, dass sie ihn trinkt. Ich garantiere, dass sie sich unsterblich in die Person, für die sie arbeitet, verliebt. Aber ich frage mich gerade, woher der Liebestrank dann... Ja, wie das funktionieren soll, dass der genau weiß, in wen sie sich verlieben muss. Ist ja eigentlich ein bisschen Quatsch, oder? Die müsste ja doch dann ihn eigentlich in dem Moment genau angucken, oder? So funktioniert das doch eigentlich immer. Dann klopfen wir hier mal wegen dem Neuen. Wir müssen ja ein bisschen über dem was erfahren. Und wir müssen eigentlich mehr Kameras aufstellen.
wo es eigentlich auch mit Schlüsselloch gucken geht. Das geht halt so deutlich schneller natürlich, wenn man die überall hat. Was geht auch fast ohne. Haben wir noch Kameras? Nee. So. Kennenlernen. Ich bin Hector Medina, der Verwalter dieses Wohnhauses. Ich bin Johanne Bessler, ein Erfinder. Ich versuche, die Welt etwas bequemer zu machen. In den letzten 10 Jahren habe ich 153 Patente angereicht. Viele davon wurden genehmigt. 4 bisher. Aber mein Weg zum größten Erfinder unserer Zeit hat erst begonnen. Okay, über die Arbeit. Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Seit ich denken kann, erfinde und baue ich Dinge. Mein Vater meinte, dass ich früher schon immer Wecker auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt habe. Ich habe mich auf eine Staatsfinanzierung beworben. Sie wählen einen jungen Erfinder mit Potenzial und zahlen für seine Projekte. Der Gewinner darf in die Hauptstadt gehen und in den besten Werkstätten arbeiten. Das könnte ich mir nicht einmal im Traum vorstellen. Ich bin mir sicher, dass sie es schaffen werden. Leider ist es nicht meine Entscheidung. Alle Bewerber werden genauestens geprüft. Es gibt mehrere hundert Bewerber. Man sagt, sie prüfen sogar den Stammbaum, damit so ein Skandal wie vor 3 Jahren nicht wieder vorkommt. Was für ein Skandal. Sie finanzierten so einen Kerl, der sich letztendlich als Revolutionär herausstellte. Während der Verleihungszeremonie hielt er live eine Propagandarede. Er schaffte es, eine Menge zu sagen, bevor man ihn festnahm und wegschleppte. Aber ich weiß nicht, was genau er sagte, weil alle Zuschauer eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben mussten. Zur Abschreckung haben sie ihn öffentlich exekutiert. Was man aber wirklich zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass mir die Ideen ausgehen. Es fühlt sich an, als würde mein Kopf den Dienst verweigern. Okay, Krieg. Was denken Sie über den Krieg? Ich denke nicht darüber nach. Ich bin mit dem Erfinden beschäftigt und tue alles, um meinem Land zu helfen. Ich habe gerade einen Entwurf für einen Panzer mit Rundumkanonen fertiggestellt. Sie schießen in alle Richtungen gleichzeitig. In alle? Und treffen dabei Verbündete? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Okay. Ja, ich glaube, da läuft noch ein bisschen was falsch. Haben wir eigentlich schon alle Mäuschen? Auch noch nicht. Könnten wir eigentlich auch mal holen, die letzte. Wird doch bestimmt schon was hier liegen. Ja. Jetzt haben wir alle. Heißt das jetzt, wir müssen die Katze eigentlich gar nicht mehr füttern? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der war weggefahren, oder? Der dürfte eigentlich nicht da sein gerade. Oh, und da kommt sie. Das machen wir doch erstmal. Überzeugen, den Liebestrank zu trinken. Ich habe ein Angebot, das Sie nicht ausschlagen können, Jan. Und das wäre? Ich möchte Sie mit diesem erquickenden und gesundheitsfördernden Trank verwöhnen. Nein, danke, Hector. Ich nehme keine Getränke von Leuten an, die ich kaum kenne. Es ist schon ein wenig komisch, dass Sie mir so etwas anbieten. Ja, komm, überzeugen wir. Überlegen Sie sich nochmal, bevor Sie ablehnen. Sie haben eine ganze Woche Arbeit vor sich. Ein Energieschub könnte genau das sein, was Sie gut durch die Woche bringt. Außerdem ist er dafür bekannt, das eigene Hautbild zu verbessern. Also, was sagen Sie? Ich habe nur noch eine Flasche übrig. Um das eigene Hautbild zu verbessern, muss man sich nur den Kohlestaub aus dem Gesicht wischen. Aber man weiß ja nie. Geben Sie mir den Trank. So, bin ich ja mal gespannt. Ich renne lieber weg, weil ich Angst habe, dass die sich sonst an uns verliebt. Irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ich gehe mal lieber hier runter. Ich habe echt Angst. Was hat die da gerade? Na, mal gucken, ob das hilft. Geh mal bitte da hoch zu der. Können wir eigentlich gerade mit dem reden? Nee, ich glaube, die sind jetzt schon dabei, das Event vorzubereiten wahrscheinlich. No, die denkt immer an ihre Tochter. Ach, Mensch. Das ist doch nicht fair. Das ist alles nicht fair. Und vor allem, wir werden bald abgeholt, ne? So viel Zeit bleibt uns selbst auch nicht mehr. Und guck mal, sehen wir die jetzt? Wir sehen die sogar. Was? Die hasst den. Der Liebestrank ist fehlgeschlagen. Was macht die da? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Warum? Oh, warum macht die denn sowas? Ach du Kacke, hat die jetzt rausgefunden, was der Trank bedeutet? Oder hat die ihn aus dem Liebestrank wurde wahrscheinlich ein Hasstrank? Boah, das ist krass. Wow. Wow. Okay, Liebestrank, keine gute Idee, Leute. Also, wenn ihr jemals jemanden mit einem Liebestrank überzeugen wollt, dann lasst es doch lieber sein, wie wir gerade gesehen haben. Und ich muss auch gerade die Folge beenden, sehe ich. Oh, die geht sogar. Die haut sogar ab.
Krass. Und eigentlich hatte der gerade ein Ausrufezeichen über dem Kopf, aber jetzt ist es weg, komisch. Oh, das tut mir voll leid, dass die jetzt abhaut. Ich mochte die auch. Die war wenigstens ein bisschen klug, Menno. Kann ich mit dem hier kurz ein Wort reden oder geht der auch? Nee, der geht nicht. Welch ein Zufall, sie hier zu treffen. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder an der Zeit und ja, dann werden wir gleich erfahren, was da passiert ist. Also, bis dann.